So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind zurück auf der Karte Alheim-Lauenzbach, updated mal wieder, und gucken uns heute endlich mal die neuen Nachtbuslinien an. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ja, warum sind die jetzt so neu? Weil es die vorher ja offiziell nicht gab. Es gab immer so einen Mod, den man sich runterladen konnte für Alheim-Lauenzbach. Und jetzt wurden die endlich mal zumindest für den Alheimer Bereich neu integriert. Es gibt auch zwei für Lauenzbach. Wir gucken uns heute mal eine kurze Linie an. Oder die kürzeste hier in Alheim. Und zwar ist das hier die NE10-Ringlinie. Dürfte interessant werden. Bin ich schon mal persönlich gefahren. Fahren auch nicht allzu viele Leute mit. Auf ganz entspannt. Mit dabei der MAN Cetano habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Das ist der Bus, den wir letztes Mal in der Gelenkvariante hatten. Guckt da gerne nochmal rein. Link in der Infokarte. Kam gut bei euch an. Gelenkbus mit CNG heute. Solobus und Diesel. Bin ich mal sehr gespannt, wie der klingt. Ja, okay. Das ist der Standardsound, den wir halt kennen von OMSI. Okay. Ja, ist ein portugiesischer Modder gewesen. Ja, das habt ihr mir nochmal geschrieben. Also kein spanischer Modder. Das weiß ich nicht. Mussten wieder. Nachdem das schon drei Leute super reingeschrieben hatten, habe ich mich super gefreut, ne? Aber dann meint das noch immer wieder Leute reinzuschreiben. Es reicht doch, ey. Wenn das schon dreimal drin ist, stehen, müsst ihr natürlich noch ein viertes Mal reinschreiben. So, dann gucken wir mal. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Weil das ist normalerweise, das ist hier dieser Schienenersatzverkehr. Ja, das funktioniert auch nicht. Was ist das noch? 0, 10, 28? Oder ist das M? Das ist M, ne? Ein Scheiß, da steht auch im Handbuch nur drinne. Ja, da kannst du dir in der Linienliste, da steht in der, da gibt, es gibt ja so eine scheiß Linienliste hier, ne? Sowas gibt es ja. Da steht alles im Handbuch. Dann guckst du ins Handbuch in diese Linienliste rein und da stehen einfach keine Zählcodes für die Nachtbuslinien. Frag mich nicht, warum dazu ist, ist aber so. Ich bin einmal diese Strecke gefahren mit dem Citaro-K, da hat das von alleine eingestellt. In dem C2K. Ja, weiß ich auch nicht, ja. Normalerweise kenne ich das nur als 910.00 und dann schildert er dann manchmal N10. Ja. Wie gesagt, ich wollte das jetzt hier mal ausprobieren mit euch. Ist mir dann egal, dann schildern wir dazu. Was ist das? NE10, glaube ich, ne? Richtung Hauptbahnhof. Hartz-IV-Menü hilft immer aus. Das ist Almen. NE14. Guck mal, hier gibt es doch sogar schon so eine scheiß Zielcodes. So. NE10, Nachtexpress Hauptbahnhof. Kranenburg Hauptbahnhof. So. Dann fahren wir mal los. Wie gesagt, schreibt mir gerne den Zielcode rein. Wenn ihr das wisst. Ich glaube, der Hydrolüfter ist immer noch aktiviert. Tut mir leid, ich warne euch schon mal vor. Ich bin jetzt persönlich auch nicht so oft mit dem Bus gefahren. Einfach weil das Türpiepen so nervt. So, dann spulen wir mal entsprechend die Zeit vor. Was ist mit euch denn? So, Amma, willst du mir... Ich fahre mal ein Stück vor, manchmal hilft das auch. Na, mal gucken, vielleicht... Ja, ich glaube, jetzt kommen sie. Das ist ganz seltsam, aber ist hier so. Time to depart. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank, heute keine englische Karte wie letztes Mal. Das ging mir so auf den Sack, ne? Das
ganz der Englisch und Tag, Linksverkehr. So wie eine Supermarktkasse oder was? Kannst ja noch fett draußen ranschreiben, Aldi. Jetzt mit Kassenpiepen. Oh, ist gut, ey. Macht hier einen Alarm, als wären hier 200.000 Menschen im Bus. So, was gibt's Neues heute? Heute kann ich mal über aktuelle Themen sprechen. Momentan bin ich am Vorproduzieren und da bietet sich das ja immer nicht an, wenn das so zeitversetzt hochgeladen wird. Was steht an? Ja, Stream wird am Wochenende kommen. Dazu kommt noch ein Infovideo, wo und wann das Ganze stattfinden wird. Achso, ich hab vorne Licht an, wa? Junge, ruckel hier nicht so. Ach, ja, so warte, hier. So, ja, jetzt ist es wieder. An die Ansagen dürfen wir uns heute irgendwie nicht halten. Keine Ahnung, was der hier schon wieder hat. Nee, also Stream werde ich euch noch auf dem Laufenden halten. Hallo. Hallo. Und da wir gerade beim Thema Vorproduzieren waren, ich bin ja momentan dabei und heute soll mal ein kleiner Aufruf an euch sein. Also, wenn das Video hier mit Premiere-Funktion läuft, dann bitte nicht in den Premiere-Chat schreiben. Ja, in den Live-Chat. Sondern wirklich dann in die Kommentare und zwar, würde ich euch mal fragen wollen, was würde euch mal interessieren, worüber könnten wir mal reden, was für eine Themen. Diese Themen, die könnten auch mal fernab von OMSI sein. Das heißt, ich meine, gerne auch OMSI-Themen. Gerne sagen, ja, sprich mal über dieses und dieses Add-on, was vielleicht noch kommen wird oder sowas, keine Ahnung. Deine Meinung da und dazu. Gerne aber auch zu Sachen, ja, aus dem Bus- und Straßenbahn-Business. Ja. Sprich mal bitte Elektrobusse an nochmal oder. Keine Ahnung, ja. Was hältst du denn davon? Sowas können aber auch einfach mal ganz gesellschaftliche Themen sein. Ich kann auch Artikel 13. Ah, wobei zu Artikel 13 werde ich so ähnlich noch ein Video selber zu machen, aber. Also, es muss jetzt kein brandaktuelles Thema sein, weil das ja eh erst dann im Laufe des Märzes, Mitte März dann wahrscheinlich hochgeladen wird. Das heißt, irgendein Thema, vielleicht auch nur irgendein gesellschaftliches Thema, was euch vielleicht interessiert, worüber ihr mal meine Meinung hören wollt. Wenn euch da was einfällt, wenn ihr darauf mal Bock habt, müsst ihr ja auch nicht gleich sofort unterschreiben, könnt auch gerne um nächsten Tage erst was unterschreiben. Ne? Dann würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ihr ein paar Themenvorschläge nächste Haltestelle am mal reinschicken würdet. Fachzentrum für Umwelttechnik. Ja, da hat die Ansagen sprechen, das sind viel zu viel gesoffen wahrscheinlich. Aber es ist ja nur eine Computerstimme. So, ruckel mal nicht so. Junge, Junge, ich weiß, das ist eine große Karte. So, dann noch ein Wort zu der Premiere-Funktion. Es gibt ja immer noch Zuschauer, die das nicht kennen, ne? Ich hab's, glaube ich, schon mal erwähnt. Es gibt immer noch Zuschauer, die denken, nur weil da ein Live-Chat bei ist, ist das Ganze ein Livestream. Aber welcher normale Let's Player streamt dann bitte unter der Woche um 14 Uhr auf YouTube? Ja? Nur wenn er vielleicht Hartz IV beziehst oder so, keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal, aber das sind Zeiten, da streamst du nicht. Das streamt kein Mensch. Wenn ich streame, dann abends und am Wochenende. Ja, also, das ist die Premiere-Funktion. Gebt das mal ein. Lasst euch das mal von YouTube erklären. Es ist einfach nur das Video, was wie immer um 14 Uhr hochgeladen wird. Und daneben ist halt ein Live-Chat, wo ihr halt direkt Fragen stellen könnt. Wenn es bei mir zeitlich passt, ja, bei mir zeitlich passt, bin ich auch im Live-Chat da, beantworte Fragen. Ansonsten sind das die Moderatoren, die Fragen beantworten. Oder auch ansonsten
die Community, ja. Da muss nicht immer ein Moderator oder in dem Fall Tag sogar ich dabei sein. Wie gesagt, wenn es mir halt persönlich gar nicht passt von der Premiere-Zeit her, dann gibt es auch keine Premiere. Ja, es ist ja nicht jedes Video eine Premiere. Aber sobald ich das irgendwie zeitlich einrichten kann, da im Chat aktiv oder zumindest den Chat zu lesen, nebenbei mit einem Auge, dann gibt es auch eine Premiere. Weil ich die Funktion eigentlich ganz cool finde, dass ihr direkt die Fragen stellen könnt. Direkt eure Meinung auch äußern könnt, wenn ich jetzt sag, boah, das und das an dem Bus ist scheiße oder so. Das ist mal wirklich was sehr community-freundlich ist, was YouTube da gemacht hat. Und dieser Live-Chat, also achtet auch drauf, was ihr da reinschreibt, weil das Ganze ist nämlich auch im Nachhinein noch abrufbar, ne, was da in dem Chat geschrieben wurde. Das sollte man nicht vergessen. Ihr könnt auch da übrigens, spenden, glaube ich. Ich denke aber, also zumindest über den Superchat, aber ich glaube nicht, dass das wie im Stream ist, dass das dann eingeblendet wird zum Beispiel, ne? Deswegen, es ist also kein vollwertiger Livestream. Zu einem Livestream gehört bei mir viel, viel mehr dazu. Und da spiele ich nicht einfach nur unter Omsi, kommentiere das und das nebenbei in Chat laufen. Ja. Das machen andere, auch Omsi-YouTuber, ich weiß das, aber ich mache das so nicht. Wenn ich streame, lese ich mir eigentlich fast jeden Beitrag durch, der da im Chat gestellt wird. Kommt halt auch mal drauf an, wie viele Zuschauer gerade dabei sind, na, ist klar. Ach, das ist wieder diese... Ach, Mann. Ey, da denkst du dir als Busfahrer auch, ey, wozu machst du das hier? Wir fahren nachher einmal zu dieser komischen Wendeschleife, die auf der Straße ist. Weiß ich, wie diese Straße da heißt. Weil Doria-Straße ist es schon mal nicht und so eine andere. Victoria-Straße, genau, Victoria-Straße. Oh, und dann drehst du da um, fährst gleich streng wieder zurück und so. Das ist ein bisschen sehr umständlich, sag ich mal. Und wahrscheinlich auch nicht so rentabel. Sendlinienverlauf. Ringlinien sind sowieso immer so eine Sache. Gibt es sehr, sehr selten. Da gibt es ja dann eher die Durchmesserlinien und sowas. Das ist alles vom Fach, was ich euch jetzt hier erzähle, aber das wird euch nicht jucken. Auf jeden Fall hast du ja ganz selten Ringlinien. Und das hier ist jetzt auch, naja, eine Ringlinie, die ja noch, wie jetzt hier, auf einmal so einen Abschnitt hat, wo du jetzt einmal hier reinfährst, dann fährst du die gleiche Strecke wieder zurück und so. Ein bisschen sehr umständlich gemacht alles. Nächste Haltestelle. Gut, in der Nacht ist es halt, also mir persönlich, es ist, also gut, kommt auch immer drauf an, was du, halt die Fresse. Also kommt natürlich auch immer auf einen Anlass drauf an, aber die meisten, das habt ihr mir ja auch schon oft geschrieben, so aus euren Erfahrungen, die meisten Passagiere, gerade am Wochenende nachts so, das sind natürlich Leute, die irgendwie vom Feiern kommen oder ähnliches, ne? Oder irgendjemanden besucht haben oder so und denen ist es dann halt auch scheißegal, ob du mal eine Viertelstunde länger fährst und da nochmal vorbeifährst oder so. Ja, wenn du dann erst um 4 oder 5 Uhr zu Hause bist, dann macht die Viertelstunde den Braten dann auch nicht mehr fett, ne? Da ist es eigentlich ganz nett, auch nur eine Runde. Also ich fahre ja gerne Bus und so, ne? Das juckt dann auch keinen, sag ich mal, ne? Nur hier hast du halt wirklich um 1 Uhr nachts, ja, das kann teilweise sein, dass da manche erst Feierabend haben. Ja. Und wenn du dann eben noch ins Bett willst und beim Schlaf jede Minute zählt, ja, dann ist natürlich irgendwie scheiße, wenn hier so eine Umwege noch fährst durch die halbe Stadt. Und das vielleicht, wenn du die Linie jeden Tag nutzt. Also was zum Beispiel auch mal ein Thema wäre, was wir ansprechen könnten, wären Fahrpreise. Fahrpreise im öffentlichen Personennahverkehr. Hätte ich auch mal Bock drüber zu labern. Weil ständig werden Fahrpreise erhöht.
Generell so bezahlst du je nach Stadt 2 bis 3 Euro für ein Fahrticket wohlgemerkt, ja. Manchmal ist es eben auch so, dass du nur von A nach B damit fahren kannst und nicht, wie gesagt wird, ja, das zählt jetzt irgendwie 120 Minuten oder so und du kannst damit so viel fahren, wie du willst, sondern es ist nur von A nach B. Das heißt, du zahlst dann mal so schlappe 6 Euro, wenn du einmal hin und zurückfahren willst. Tja, ist die Frage, ob sich das dann zum Beispiel noch lohnt, letzten Endes, ne? Da ist das Autofahren deutlich günstiger. Schick ist der Bus, ja, muss ich ganz klar so sagen. Mir hätte das übrigens mit dem Portugiesischen auch auffallen müssen beim letzten Mal, weil es ja das gleiche Repaint ist wie beim C2K. Und der C2K war ja aus Portugal, das wusste ich ja. Ne? So, ich habe ihn schon vermisst, da ist der Hydrolüfter. Ja, nachdem ich ein Video dazu gemacht habe zu dem Bus hier, kamen ja doch auch noch ein paar Nachzügler, ne? Ist der Bus mittlerweile relativ bekannt geworden. Also selbst bei Nordrhein-TV-Play lief dieser Bus hier. Und wenn du da mal auf die Klicks guckst, dann kann man schon vermuten, dass tatsächlich dieser Bus relativ populär in der OMSI-Szene geworden ist, dass sich den viele wahrscheinlich, also viele kennen ihn jetzt natürlich und viele haben ihn wahrscheinlich auch runtergeladen. Ja, hier ist die Spandauer Ampel und die Hamburger, glaube ich zumindest, Hamburger Fahrradfahrerampel. Ja, Radfahrer brauchen wir später auch in Lotus. Also ich mache mittlerweile seitenlange Listen, was ich mir für Lotus alles noch wünschen würde, was wir in OMSI 2 nicht haben. Oder was wir in OMSI 2 haben und aber in Lotus nicht mehr haben wollen, an Fehlern, ja. Können auch mal gerne über The Bus sprechen. Meine Folge. Wie gesagt, sachlich, aber auch mit einer klaren Positionierung, wie ihr das kennt halt, ne? Bin kein Fan davon zu sagen, ich halte mich da jetzt komplett raus, ich mache das hier komplett neutral und so, bla bla bla. Sondern ich sag meine Meinung dazu und wenn ich der Meinung bin, das ist ein Simulator, der nicht mithalten können wird und scheiße wird, dann ist das meine Meinung. Aber wenn ich dann dazu ein Video machen sollte, werde ich dann natürlich auch meine Punkte Hallo. Erläutern, warum ich dieser Meinung bin, ist ja ganz klar. Und nicht einfach sagen, ja, das wird scheiße. Aber so geht's natürlich nicht. So, kannst du mal die Ansicht ein bisschen angucken? Nein, die doch nicht. Oh. Stoß ja nicht in den Kopf hier. Sieht ein bisschen versifft aus hier drinnen. Oder? So, Kranburg-Mitte. Und wieder mal keine Pause hier. Ich weiß nicht, ist die dritte oder vierte Version von Kranburg-Nord? Nord-Mitte. Kranburg. Mitte hieß früher Kranenburg einfach nur. Gab es mal so einen Inselbussteig, dann gab es da mal so längliche Bussteige, auch komisch. Und jetzt hat man da irgendwie so eine Zwischenlösung gefunden, keine Ahnung. Weil es gab Alheim V2, es gab Alheim V3. Was mit Alheim V4 ist, wissen wir alle nicht. Dann gab es Alheim Laurensbach und dann gab es Alheim Laurensbach Updated. Also hier hat sich zum Beispiel, also das sah früher ganz, ganz anders aus hier. Ganz, ganz, ganz anders. Von der Umgebung her auch. Würdest du eigentlich gar nicht mehr wiedererkennen.
Wenn der Name der Haltestelle jetzt nicht gleich wäre. Hallo. Hallo. Also ich werde den Bus wahrscheinlich nicht nochmal fahren. Wobei ich den Gelenkbus echt ganz cool finde. Mit dem CNG. Das hat mir echt gut gefallen beim letzten Mal. Euch ja auch. Ihr habt auch geschrieben, ja, schöner Bus und so. Aber dieses Türpiepen auf Dauer, das nervt halt einfach. Ja. Da hältst du im Kopf nicht aus. So, wenn man jetzt sich jetzt die Haltestellen anguckt, dann sagt man, ey yo, das sind alles Haltestellen, die kennen wir noch aus der, sogar noch aus LMV2. Aber wenn man sich die Umgebung anguckt, dann ist auf jeden Fall, also ich würde es jetzt nicht wieder erkennen. Das sieht alles ganz, ganz anders aus wie damals. Hier war die Haltestelle früher auch noch nicht, Emmerstraße. Die war früher auch woanders oder so. Das sieht alles. Ja, das sieht ganz anders aus hier. Ist hier so ein Kassenscan oder was? Ja, so ein Gerät. Der Gerät, man kennt ihn. Wenn wir heute bei Nachtbussen sind, auch gerne das Thema Nachtbusse könnt ihr mir vorschlagen. Vor- und Nachteile als Busfahrer Nachtdienste zu fahren. Was man so hört, dass sich die jungen Fahrer da ja nicht drum streiten, aber dass die jungen Fahrer gerne Nachtbusse fahren. Weil gibt halt ein bisschen mehr Geld und so, ne? Aber es ist natürlich auch, also es ist natürlich gefährlicher, das muss man auch sagen. Trotz Sicherheitsstandards im Jahr 2019. Da können wir auf jeden Fall auch mal drauf eingehen. Ich persönlich fahre ja auch ganz gerne Nachtbusse. Oh ja, hier ist das wieder schön eng. Ah ja, nee, nee, okay, okay. Ist einspurig. Ist hier nicht irgendwo auch diese scheiß Spielstraße? Nee, das ist glaube ich. Nee, das ist woanders jetzt. Ah ja, alles klar. Das war woanders. Es gibt hier irgendwo so eine scheiß Spielstraße, wo du früher bei Busbetriebssimulator immer geblitzt wurdest. Das heißt, du durftest da im Busbetriebssimulator mit maximal 10 km/h durchfahren. Ey, das war ein Scheiß. Was ja auch so gesehen nicht richtig ist, ne? Weil 4 bis 7 km/h. Aber da waren sie so gnädig und haben gesagt, also 10 km/h, gut, das ist natürlich mit Toleranzbereich. Ich weiß, also bin mir gar nicht sicher. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass man sagt, jo, bis 10 km/h ist gut, Toleranzbereich. Aber ich glaube, es ging sogar bis 13. Also 10 km/h und Toleranzbereich. Weil, wer von euch fährt bitte mit 7 km/h durch die Spielstraße? Da wird entweder durchgeheizt oder, weiß ich nicht, 30, 40 gefahren. Keine Ahnung. Aber wir halten uns ja alle immer schön an die StVO, ne? Also, deswegen, wir fahren da alle ganz, ganz dachte durch. So, jetzt haben wir hier Herzenberg. Das ist so ein Gebiet, ich habe mich hier, beim letzten Mal habe ich mich hier verfahren, ja. Weil du hattest normalerweise immer hier diese Haltestelle. Ne, kennt man. Fahren wir heutzutage gar nicht mehr an. Das war früher die Horrorlinie 21. Und dann hattest du hier
Die Pausenhaltestelle, Herzenberg, da war hier auch so eine Mittelinsel. War immer nicht ganz so einfach anzufahren. Du hattest hier deine Pause. Bist links lang gefahren und hier hattest du deine Starthaltestelle. Ja, hat man jetzt verlegt. Linie 20 fährt jetzt hier lang. Und jetzt fahren wir hier geradeaus. Das gab es früher nicht. Da war ein Backdrop. Ja, da konntest du früher nicht langfahren. Deswegen, das alles neu ist, auch schön eng gebaut hier. Aber man kommt dann doch irgendwo wieder raus, was man schon gesehen hat. Ich habe mir das beim letzten Mal angeguckt, weil ich bin halt da, ja, wie man es halt kennt, links abgebogen. Dachte mir nichts bei. Weil so bist du ja die ganzen letzten Jahre auch gefahren. Ah, Überland, schön. Ja, das ist ein neuer Abschnitt. Also das ist wirklich mit dieser Updated-Version neu hinzugekommen. Das kenne ich so auch nicht aus Arnhem-Lauensbach. Aus der normalen Version, aus der alten 2016er Version. So, okay, jetzt schickt er uns hier lang. Ja, ach, scheiße. Fährt, ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, Manfred hat die Fresse, ey. Ich werde mich mit MAN-Bussen nie anfreunden können. Es geht einfach nicht. Die fahren sich sowas von bescheuert. Müll aus Nürnberg. Hashtag Müll aus Nürnberg. Ja, auch hier dieser komische Klingeling-Ton. Okay, soweit soll das gar nicht mehr sein. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns hier befinden. Irgendwo am Arsch der Welt. Der Hauptbahnhof noch weit und breit nicht in Sicht. Hier ist eine Haltestelle. So eine komische Kugel. Sieht schon wieder so wissenschaftlich aus hier. Gucken wir uns mal an hier, die Scheiße. Was ist denn das? Oh, oh, das Alter. Na, mit Straßenschild. Ey, lol. Als ob er das alles... Ey, Digga. Und wahrscheinlich noch im originalen Maßstab, Alter. Ja, also... Das... Der Pluto hier... War der Pluto? Pluto ist ein Zwergplanet, aber ist egal. Ne? Dass der Merkur hier... Auch von der Proportion her so übereinstimmt mit der Venus wie auch in der Realität. Alter, krass. Und das ist hier unser Freund, die Sonne. Sonne kommt wieder, ich will Sommer zurück. Alter, das war mir jetzt auch mal wert hier. Also, das ist ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, Digga. Wie nice ist das denn gemacht? Das schick mal Kevin Nitschmann, Alter. Das schick ihm mal. Diese ganzen Planeten da... Diese ganze Straße zu bauen mit dem Planeten. Das hat länger gedauert als alle seine Karten zusammen. Wow. Gut, man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt fiktiv, ne? Fiktive Karte. Oder das kann man auch mal den Rheinhausen-Entwicklern schicken zum Beispiel. Die hatten auch eine fiktive Karte. Solche Momente sind das, wo du einfach sagst, wow. Also wie gesagt, ich habe es eben zum ersten Mal gesehen. Ich bin ja leider, als ich privat gefahren bin, nur bis Herzenberg da gekommen.
Oder Rüben? Ne, Herzenberg ist das genau. Auf dem Herzenberg oder so was. Krass, ey. Also, gut, wir müssen natürlich auch sagen, wir fahren jetzt bei Nacht. Da sieht das alles noch ein bisschen schicker aus, wenn das alles so leuchtet, ne? Aber wahrscheinlich hat er das auch nicht ohne Grund gemacht, da eine Nachtlinie langlaufen lassen. Damit man das nämlich schön nochmal sieht bei Nacht, ey. Sehr, sehr gut. Also Respekt. Respekt vor der Leistung. Und genau aus solchen Gründen ist dann eben das für mich auch die Feuerwehrkarte des Jahres 2018 gewesen. So wie für die meisten von euch natürlich auch. Aber alle, die da dagegen gestimmt haben, also die nicht für Adam Launsbach Update gestimmt haben, die können sich jetzt an dieser Stelle gerne mal hinterfragen. So, da hört man nochmal das Piepen vorne, ist anders als hinten. Also Rohrau hätte ich jetzt auch noch gesagt, wer für Rohrau gestimmt hat, ist auch noch nachvollziehbar, ne? Aber wie gesagt, ich finde diese Karte schon deutlich besser hier. Aber Rohrau ist trotzdem schön. Du brauchst da nicht rattern. Ich habe das über das Hartz-IV-Menü eingegeben. Ansagen brauchen wir auch nicht. Leute wissen Bescheid, wo wir langfahren. Also die Haltestelle Holzenkamp sagt mir was. Auch wenn mir die Umgebung jetzt gerade nicht so viel sagt. Oder ist das das, wo da unten noch eine Linie langfällt? Also ja, ich glaube, ja, okay. Wir müssen sowieso anhalten, haben 2 Minuten Verfrühung. Ja, das ist ja auch ein übelst geiler Abschnitt. Ich weiß gar nicht, was hier sonst noch lang fährt. Genau, da fährst du hier unten lang. Das gab es schon bei Launsbach, Adam Launsbach normal. Ah ja, NE10. Okay. Das ist die 21. Die 21 sind wir auch schon öfters gefahren. Naja, okay. So. Minütchen. Oder machen wir mal 2 Minuten, komm. Dann brauche ich noch ein Foto. Ja, ach, das Foto fürs Let's Play, ne? Können wir auch später machen. Was steht da? 30? Ha. Nee, stand ja irgendwie nur, wenn Schule ist da, ne? Ist doch vernünftig so. Gibt ja manchmal auch so Zonen, wo immer 30 ist, wegen Schule. Da lasern sie dann immer gerne. Ein Bullshit ist das immer. So, Herzogstraße, ja, ja. So langsam kommen wir wieder Richtung Ziel. Hat auch mal was, so eine Ringlinie. Ah ja, Bernauer Platz noch, ja, ja. So, jetzt wird's nochmal eng. Kriegen wir aber hin. Hashtag Omsiboss. Hier ist das, wo früher mal irgendwie der Betriebshof war. In ganz, ganz alten Zeiten, glaube ich. Mag sein, dass das auch noch in der V3 war. Ich glaube, es war sogar in einem V3. Ist auch schon ewig her.
aber da gab es so eine Betriebshoflinie auch, die war übelst nice. Bin ich sehr, sehr gerne gefahren. Hat sie dann Pause schön auf dem Hof und so. Wenn ihr jetzt eine Orientierung hattet, ne, wo wir jetzt überall lang gefahren sind, so herzlichen Glückwunsch. Ich hatte keine Orientierung. Muss auch nicht immer, also nicht komplett eben, ne, jetzt dieser letzte Abschnitt. Muss auch nicht immer sein. Jetzt weiß ich aber wieder Bescheid, wäre noch Platz, dann sind wir gleich da. Guten Tag. Tag. Ah, ich dachte, weil dauert ja immer eine halbe Stunde, bis die scheiß Türen dann zugehen, nachdem du auf den Knopf gedrückt hast. Dachte, es kommt genauso hin, aber naja. Jetzt weiß ich nicht, also es sieht eigentlich, normalerweise müsste man diesen Hilfspfeil dann auch hier hin platzieren. Wenn ich jetzt, ja, hier steht auch Bus geradeaus, okay, weil manchmal ist auch so, dass die Busampeln dann für mehrere Richtungen gelten. Habe ich auch schon erlebt. Nur es will doch keiner, kein Fußgänger rüber hier. Also. So, jetzt, das ist aber jetzt unsere Busspur. Kann man nochmal schön durchheizen. Die Hochbahn werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr sehen über Nacht. Ich glaube, hier hatte ich auch noch nie rot. Also eigentlich, wozu ist hier rot? Normalerweise kommst du hier immer durch. Heizt dann lang mit 60, 70 Sachen und dann. Okay, jetzt ist nur für uns. Ja, soll mir recht sein, ne? Liebe Fahrgäste, steigen Sie ruhig da hinten aus. Machen Sie keinen Stress hier. Kommen Sie gut durch die Nacht, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Terminus ist. Wahrscheinlich da, wo wir den Bus gespawnt haben, ne? Jo. Und dann war's das, meine Damen und Herren. Oh, alles pünktlich, wunderbar. So muss es. So, ich würde ja in die Fahrertür aufmachen, kann ich aber nicht. Deswegen sage ich jetzt Dankeschön fürs dabei sein. Hier, auf der Linie NE10. Also mir hat Spaß gemacht, ihr könnt gerne noch ein, also besser gesagt, ihr guckt euch besser noch das Video mit dem Gelenkbus hier von an, mit dem CNG-Bus in Berlin. Sehr, sehr schönes Video. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, schönes Wochenende, haut rein, macht es gut, ciao, ciao.